Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Mittwoch. Ich habe heute Morgen die Statistik des Aktionärs aktualisiert und da ist aufgefallen, dass die Banken weltweit deutlich an Wert zugelegt haben in diesem Jahr, sind in den wenigen Handelstagen seit dem Jahreswechsel einer der besten Branchen weltweit. Der weltweite Bankenindex liegt ungefähr 7% im Plus und damit deutlich besser als Dow Jones, Nasdaq und so weiter und so fort. Und eine der Banken, die in den letzten Wochen sehr gut gelaufen ist, ist eben auch die Deutsche Bank. Man will es nicht glauben, dass sich hier was getan hat. Wir sehen es hier im Oktober noch bei 7 Euro, notieren wir jetzt bei 9,67 und nicht mehr weit von diesem Dezemberhoch bei 9,74 entfernt. Sollten wir das knacken, ist das Februar-Matt bei 10,37 Euro relevant. Das sind vom aktuellen Niveau aus gut 8%, die wir da machen. Und wenn wir uns dann mal den 3-Jahres-Chart anschauen, da sehen wir erstmal das Kursdebakel der Deutschen Bank über diesen Zeitverlauf. Aber wir sehen auch ja eine Art Untertasse, die natürlich da im Anfang 2020 einen Sprung hatte. Aber wenn wir eben diese 10,37 da schaffen, dann geht es durchaus in den Bereich 11, 12 Euro für die Deutsche Bank. Und deswegen die Empfehlung für risikofreudige Anleger, ein Factor Long Zertifikat auf die Deutsche Bank unseres Partners Morgan Stanley, die MC46GP, kostet aktuell 7,59 Euro und hat einen Faktor von 3. Stoppkurs 6,80 Euro, rund 10% unter dem aktuellen Niveau bitte. Die Empfehlung gestern war ein Faktor Long auf die BVB-Aktie, hat sich unter dem Strich nichts getan. Erst ging es mal gut los, dann kamen Gewinnmitnahmen, mittlerweile eben, wie gesagt, auf Einstand wieder eingependelt. Ich würde da auf jeden Fall mal dabei bleiben, mal die nächsten Spieltage abwarten. Wie gesagt, mit der Rückkehr von Haaland ist die Mannschaft wieder deutlich besser und auch der neue Trainer scheint seine Wirkung nicht zu verfehlen. Also hier dabei bleiben und mal schauen, was sich da die nächsten Wochen entwickelt. Das war's von meiner Seite. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns erhalten. Bis morgen. Auf Wiedersehen.